Wir haben heute 6 Teams am Start. Und ich bin gespannt, worauf wir hier treffen werden. Es geht los. Der Blick erstmal auf Razer. Razer, die Panzerfaust bei Team Homie. Bin gespannt, was der erste Schuss sein wird. Wahrscheinlich durch die Kanäle in den Gang rein. Oder direkt. Zweier Panzerfaust. Osmosis wurde aber nicht gestoppt. Plantet jetzt. Die hat noch nicht geschossen, wie es aussieht. Die ist jetzt auf White Wolf, erwischt nur einen von den drei draußen stehenden Leuten. Achsenmächte haben die Flag, verteidigen die jetzt. Hatten jetzt auch Spawn gehabt. Wie das aussah und genau, haben dann damit die Flag gesaved. Nichts Ungewöhnliches, dass auf Eis der erste Plan quasi direkt durchgeht. Wir haben aber alle schon Games auch gesehen, wo mit einem Engineer dann quasi nochmal diffused wurde oder der Inch gar nicht zum Planen durchgekommen ist. Auch neu, was ich jetzt noch nicht gesehen habe in dem Cup, ist, dass die Wall geplantet wird. Von bisherigen Cups. Wird sehr, sehr häufig bei 6 von 6 gemacht. Einfach um noch einen zweiten Angriffspunkt zu haben. Im Bereich der typische Schlagabtausch. Weil das Team von Osmosis jetzt durchläuft. Asgung lässt sich hier gar nicht auf den Fight ein. Geht direkt nach oben. Und versucht jetzt hier Nachkömmlinge abzucampen. Weil die natürlich wissen, dass hier nach oben gelaufen ist. Holt sich jetzt aber sein Teammate noch wieder. Hätte ja auch in die Hose gehen können. Auf dem Weg zu den Docks. Tötet Chris. Nimmt die Docks. Jetzt ist es interessant, wie der Weg wird. Zu zweit, aber ohne Munition. Oben auf dem Podest. Ditto und Askung. Werden jetzt hier aber beide, wie es aussieht. Nein, nicht beide geholt. Da wurde beim Revive von Pias nicht getroffen. Und jetzt sitzen sie beide wieder oben an den Dokumenten. Also Askung und Ditto immer noch oben. Ditto mit den Objectives. Osmosis hat hier scheinbar das alliierte Team gut im Griff. Ditto auf dem Weg Richtung Transmitter. Wird hier von seinem Team gecovert. Und ich glaube, die Frage, ob jemand hinten im drinne sitzt, stellt sich gar nicht erst. Aber Safety First. Muss es vor. Und damit eine Zeit von 3 Minuten und 13 auf der ersten Runde Eis für Team Osmosis. Das sah sehr solide aus. Kann man nicht anders sagen. Schnell angegriffen, schnell durchgespielt und gar nicht großartig auf Fights eingelassen. Was ich jetzt hier zumindest gesehen habe. Viele haben übrigens angefragt, ob das meine Standard-Config ist. Das ist nicht meine Standard-Config, das ist nur meine Stream-Config. Also leiser machen, damit ich hier nicht so schreien muss. Jetzt wird natürlich hier nochmal die Taktikbesprechung gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher, weil einfach hier dieser Angriff vielleicht ein bisschen zu stark kam und man natürlich jetzt eine Zeit setzen muss, die unter diesen 3 Minuten 13 liegt. Wie gesagt, gilt es hier nicht zu vergessen, dass wir hier halt einen Draft Cup haben. Das heißt, hier spielen keine festen Teams, sondern es werden
15 Minuten vor dem Cup-Start die Leute verteilt. Das heißt, je nach Stärke werden dann entsprechend ausgewählt die Team-Captains verteilt. Beziehungsweise die Team-Captain können dann picken. Und jetzt gehen wir in die zweite Runde und schauen uns an, wie Homie mit seinem Team dagegen ankämpft, gegen diese Zeit. Bei Inch auf der Seite der Achsen, einmal Kevin, einmal Chris. Bleiben mal hier kurz auf Homie, der sehr getrickt jumpt und hier auch recht schnell war, aber die Alliierten natürlich schneller an der Flagge waren und aggressiv nach vorne spielen. Ditto verteidigt hier Süd. Moses bereits auch wieder nachgerückt. Oh, da hat JD versucht, den Great Shot zu machen. Hat gehofft, dass er nicht erwischt wird. Wurde aber dann doch gesehen. Und Homies Team jetzt mit dem Durchbruch und dem Plant. Zweiten Anlauf. Hätte natürlich ein Great Payoff-Shot werden können, aber ich glaube, da standen die Leute einfach zu verteilt. Das Team von Osmosis sehr aggressiv weit vorne im Südflügel. Die nimmt hier auf jeden Fall einen mit. Hat gar keinen. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht es unten aus? Jetzt müsste die PF eigentlich im Zeit stehen. Da stehen jetzt Cliff Dark alleine und noch irgendjemand. Krabu waren, glaube ich, auch noch unten drin. Können hier aber den Ansturm von drei Leuten nicht aufhalten. JD jetzt hier mit der Panzerfaust auf der Sidewall. Geht es mit hoch auf die Dokumente zusammen mit Osmosis, weil sie gesehen haben, dass zwei, drei Leute durchgelaufen sind. Und Homie schon an den Dokumenten. Zwei Mann auf Nord noch hinten an dem Turm. Habe ich schon die Panzerfaust chargen hören. Hat auch geschossen, aber nicht scheinbar auf die dahinteren. Razer jetzt mit den Dokumenten. 56 Sekunden auf der Uhr. Wird erschossen auf dem Jump rüber. Jetzt die Frage, ob die Docs zurückgebracht werden. Wurden zurückgebracht. Und Chris hat jetzt die Dokumente, hat noch 9 HP. Und stirbt. Das könnte es jetzt natürlich gewesen sein. Man braucht, glaube ich, ein paar 30 Sekunden, um ein bisschen Transmitter durchzujumpen. Und Homies Team hier jetzt nicht nochmal in der Lage zu picken. White Wolf ein bisschen zu spät gewesen. Hätte jetzt aber auch nichts mehr ausgemacht. Und damit der erste Punkt für Osmosis. Hätte nicht gedacht, dass die noch so schnell und gut durchkommen. Das hätte jetzt auch noch sehr viel gefährlicher werden können. Wir gucken uns mal die Scores an, während ich hier die Punkte eintrage. Gucken wir uns mal hier die Damage-Zahlen an. Das ist nicht sehr weit auseinander. In der Tat nur knappe 100 Damage. Moses hier sehr, sehr dicht beieinander. Bei Team Homie sieht man hier noch ein bisschen mehr Differenz in den Werten. Muss aber nichts heißen. Jetzt liegt es daran, an Team Osmosis hier eine Zeit zu setzen. Und es geht los. Fight.
Drei Mann auf dem falschen Spawn. Spawn, darunter auch ein Ingenieur, wie ich sehe. Askung ist schon alle Zeit in der Fleck drinne und spielt aggressiv nach vorne. Razor noch mit einer doppelten Panzerfaust hinterher. Und Askung pflückt sich hier Kevin raus. Damit der Inch raus für den ersten Plant. Und ich glaube nicht, dass sie zu zweit gespielt. Doch, sie haben zwei Inch gespielt. Und planten jetzt noch. Gut für Team Homie. Wäre nämlich sehr ärgerlich gewesen, wenn jetzt der erste Plan dadurch verloren geht. Kevin macht hier einen einfachen Spam, damit die Leute nicht aus der Flak ausdrücken, aber wird von hinten geholt von Osmosis. Ditto lässt sich hier nicht auf den Fight ein, weil Homies Leute die Achsen gerade spawn hatten, das wusste er ja schon. Kämpft jetzt hier weiter um die Flak. Den Kevin verliert aber. Und Homies Team jetzt schon durch den Push schon rein Richtung Innenbereich. Hier ist schon durchgelaufen, hat aber Selfie gemacht, weil gerade Ali spawn war. Besser als einen Full zu riskieren. Team Osmosis stellt sich jetzt auf. Die mit der Panzerfaust im Innenbereich. Kommt nicht zum Schuss. Zwei Mann jetzt durch den Innenbereich. Was ich jetzt sehen konnte. Homie versucht hier die Flag zu snacken. Nein, versucht er nicht. Er versucht die Flag zu verteidigen, logischerweise. Ich bin noch immer auf den falschen Seiten hier. Auch eine sehr ungewöhnliche Position, die ich so noch nicht kenne. Des Öfteren eigentlich hier auf dem Wellblechdach vorne gespielt. Aber vielleicht hat es gerade jetzt es notwendig gemacht. Osmosis klaut hier die Fleck. Hier ist versucht, sie zurückzuholen. Zusammen mit White Wolf. Haben jetzt Glück, dass sie Selfie gemacht haben. Dadurch konnten sie die Fleck jetzt wieder repicken. Und hier JD mit der Hoffnung auf den Great Shot. Trifft hier nur Razor, weil er gegen den Holzbalken schießt und damit der Schuss abgefangen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er sich hier sehr, sehr herb ärgert. Ditto hier auf dem Nord. Er kam sehr, sehr viel durchgepusht durch den Innenbereich. Wird jetzt hier von Osmosis gerappt, seinem eigenen. Aber es sieht jetzt so aus, als wäre soweit clear, bis auf die Panzerfaust, die gerade noch rausgespurtet kam. Razor jetzt auch. Down. Jetzt schon ein, zwei starke Push durch den Innenbereich. Hier auch wieder gestoppt von JD. Konnte aber nur einen voll rausgibben. Wurde wieder revived. Der zweite, der da umgelegt wurde. Kommen eigentlich relativ gut immer durch den Innenbereich, weil hier auch nicht viel im Innenbereich steht, so wie ich das gesehen habe. Nur die Panzerfaust, die halt hier in den Innenbereich reinschießt. Einfach nur wahrscheinlich präventiv zu versuchen, möglichst wenig Schäden davon zu tragen, wenig Kollateralschäden, weil die Panzerfaust der Achsenmächte natürlich auch hier hinten immer gegen die Kisten schießt. Und JD, schön gewartet hier. Zweier Panzerfaust. Zwei von drei. Hat den ersten passieren lassen und wurde dabei nicht entdeckt. Kevin macht jetzt hier einen Angriff Richtung Spawn. Schafft's aber nicht. Ist jetzt noch sehr gut gehalten von Team Osmosis. Keine größeren Überraschungen jetzt, was ich bisher sehen konnte. Wir picken hier auch immer regelmäßig die Flagge, wie man das sehen kann. Ich sag hier mit dem Double Kill von der First Base. Kam da jetzt der Call, dass oben jemand durchgelaufen ist? Ja. Keine Chance für Chris. Loa
LT. Konnte hier nicht weiter durch. So, und die Achsenmächte müssen sie jetzt erstmal die Flag zurückkämpfen. Hier verteidigt von Askung. Bums. Da kommt noch die Panzerfaust von JD. Schießt durch seine eigenen durch und trifft die Gegner. Hätte auch ins Auge gehen können. Machen hier sehr, sehr viel Druck nach vorne, konnten aber die Achsen die Flagge holen. Und bekommen jetzt natürlich im Innenbereich wahrscheinlich Probleme. Hier nochmal der Peak von Chris Richtung möglicher Panzerfaust-Spawn. Oder besser gesagt Panzerfaust-Platz. Da haben die Achsenmächte Jox geklaut. Ditto hat ihn, glaube ich, erwischt. Ja, Ditto hat ihn kurz mal geflickt. Chris hier mit dem Double-Kill. Ditto spielt hier die Position wieder auf der Wall. Moses hält hier den Hügel. Das aussieht auch allein. Kevin jetzt nach vorne, weil Osmosis Selfie gemacht hat, nutzt halt den Raum. Und das gibt einen Full für Osmosis. Kevin auch low life. Kann jetzt aber hier natürlich stören. Leute wie Ditto, die jetzt Cliffstark versuchen, das Dokument abzufangen. Noch kein richtiger Call wahrscheinlich, wo das Dokument jetzt kommt. Er hat das Dokument. Homie hat das Doc. Wo ist Homie? Homie ist schon im Innenbereich. Habe ich selber nicht gesehen, wie er da reingekommen ist. Entweder ist er gesprungen von oben oder er ist die Leiter einfach runtermarschiert. Was gut möglich sein kann, weil er natürlich noch die Deckung eventuell von Kevin hatte, vom anderen Spawn der Alliierten. Und bewegen sich jetzt Richtung des Transmitters. Hält sich sehr safe hin. Also sie wissen nicht, ob jemand durchgesprungen ist. Homie jetzt sein Trickjump-Skills, wird von hinten angeschossen, kriegt dadurch einen extra Boost und ist quasi jetzt schon im Transmitter drin. Und die Uhr steht auf 7 Minuten 28, dass es jetzt zu schlagen gilt. So. Wir können uns ja jetzt schon mal die Scores ansehen, weil danach wird es wahrscheinlich Map-Change direkt geben. Und dann weiß ich nicht, wie lange wir da hier noch die Stats uns angucken können. Wurde jetzt natürlich zusammenaddiert, sieht man ja natürlich hier 12.000, fast 13.000 zu 9.000 ungefähr. Der die hier mit 4300 Damage im Gegensatz zu Razer, der jetzt aber keine Panzerfaust gespielt hat, logischerweise im Angriff. Außer im ersten vielleicht. Jetzt Team Osmosis. 7 Minuten noch was ist gut zu schlagen, wenn man in das Spiel reinkommt. Und hier die Double PF von Razer. Der die kommt hier einfach nicht zum Schuss. Cliffstark hier noch im Angriff, wird aber auch von hinten erschossen. Oder angeschossen. Askung hier gegen Kevin. Der die trifft keinen, weil keiner auf der Panzerfaustposition hinten sitzt. Kriegt dafür für einen Razer prompt die Antwort. Der sofort natürlich Spawn hat. Hier noch sehr solide Defense von Team Homie. Gegen Team Osmosis. Alten hier sehr gut gegen. Berlin mit der Panzerfaust. Ein Fullgebraus. Darf sich natürlich Team Osmosis nicht festnageln lassen. Und müssen jetzt hier irgendwie nach vorne drücken. Und
nicht mal unbedingt die Flag ziehen, aber vielleicht die Objectives picken. Bin geschossen von Osmosis gegen Pias. Ich glaube, hier kommt der Call, wir gehen halt direkt durch. Lifter geht jetzt hier nochmal auf die Flag. Und hier der Plant. Ich noch gar nicht mitbekommen hatte, dass sie ihn nicht geplant hatten. Geplantet hatten. Schöner Schuss von JD. Gegen den Baum predicted und tatsächlich eng getroffen. Nicht rausgegibt, aber immerhin für Luft gesorgt. Wurde nochmal ein bisschen aufgelauert, habe ich gesehen. Damit die Fleck nicht gecaptured wird. Ich glaube, Kevin wollte da die Fleck picken. Jetzt hier schon der Push aus dem Innenbereich. Natürlich vereitelt. Schöne Panzerfaust hier wieder. Sehr gefährlich im Innenbereich, deswegen werden hier auch die wenigsten Leute in den Innenbereich gestellt. Und da ist schon der erste Pick. Askung hat die Dokumente, sitzt noch drinne und geht jetzt vorne die Leiter runter Richtung Spawn. Geht jetzt in den Innenbereich. Ist ausgeschalten von JD. Schlecht gemacht, war wahrscheinlich sehr detailliert abgesprochen gerade die Aktion. Askung auf dem Weg Richtung Transmitter. Haben alle Zeit der Welt, können hier safe spielen. Aber das sieht nicht so aus, als wäre da jemand nach hinten durchmarschiert. Trotzdem zur Sicherheit einen vorgelassen, genau. Und damit auch der zweite Punkt hier an Team Osmosis. Damit geht Eis an Team Osmosis. Gucken uns hier nochmal die Scores an, während ich Bestand eintrage.